Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zurück zum Fußballmanager 2014 Let's Play mit Manchester United in der dritten Saison zum 212. Part zum 39. der Menu-Reihe und hier zum Spiel gegen den FC Watford, gegen den Tabellenführten aus der Championship. Die momentan eine gute Saison spielen, Besitzer ist auch der Besitzer von Udinese Calcio. Und deswegen sind auch einige italienische Spieler da, unter anderem in der Realität Alexander Merkel, der von Udinese Calcio an den FC Watford verliehen wurde. Wir sehen hier die Partien des Capital One Cup, Manchester City mit einem Spiel gegen Crystal Palace, Stoke City gegen Chelsea, Tottenham gegen Millwall und wir gegen den FC Watford. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein im Textmodus und sagen, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Powerplay in Watford. Rund um den Strafraum von uns. Es fängt ja mal gut an. Wir sehen hier, dass Ricardo Rodriguez klären kann. Gott sei Dank. Das wäre nämlich ganz schön früh schief gelaufen. Und ein optimaler Start hier für den FC Watford geworden. Wir stellen das hier wieder auf Mittel. Jetzt hat es hier angefangen zu regnen. Und wir sehen die nächste Chance für den FC Watford. Oh Gott sei Dank hier. Das wäre es 1:0 durch Fabbrini geworden. Aber Fabbrini gab da eine klägliche Situation ab. Jetzt bekommt die Troy Deeney die gelbe Karte. So, nach einem taktischen Foul, wie man es auch im Fußballer-Jargon nennt. Die Fans singen, are you watching Luton Town? Are you watching Luton Town? Und jetzt die Chance hier von Watford. Aber die stellte keinerlei Gefahr dar hier. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, 15 Minuten die erste. Der FC Watford ist in dieser Szene viel zu unentschlossen. Hagawa wird von Faraoni nicht richtig angegriffen und kommt zur Flanke. So, und wir führen mit 1:0 durch Anthony Martial, weil Lars Eckstrand viel zu weit von ihm wegstand. So dass wir jetzt hier mit 1:0 in Führung gingen. Infante sieht hier die gelbe Karte. Nach einem Foul an Anthony Martial. So, der FC Watford wird hier mit zunehmender Spielzeit immer nervöser. Wenn wir diese Nervosität für uns nutzen können, wäre alles ideal. So, Van Persie wird elfmeterreif gefoult, aber Christine und der Assistent denken nicht mit. Die Zeitlupe zeigt, dass Van Persie genauso gut von einem Bus hätte getroffen werden können. Klarer geht's hier nicht. So, jetzt hat man hier fast die Chance, aber Van Persie über das Tor. Nach einer Hereingabe von Ricardo Rodriguez. Aber wir haben hier gleich die nächste Chance, Xabi Alonso mit einem öffnenden Pass auf Thiago. Der Mittelfeldspieler zieht in der Mitte den mitgelaufenen Kagawa und bedient diesen mustergültig, sodass er keine Mühe hat, zum 2:0 einzuschieben. 2:0 Führung Shinji Kagawa. Klasse. So stelle ich mir das doch vor. So, Chance für den FC Watford. Fabbrini leitet das Tor selbst mit einem Pass auf. Also wir haben hier den Anschluss. Durch Fabbrini, dem Italiener hier im Diensten vom FC Watford, dem Tabellenvierten der Championship. Es wird wieder spannend. Und jetzt haben wir hier die Chance. 33. 100%ige. Van Persie sieht eine weite Flanke an den langen Pfosten. Westwood verschätzt sich etwas. Martial stimmt aus dem Hintergrund heran, köpft ein und deutet jubelnd mit beiden Daumen auf seinen Namen auf dem Trikot. 3:1, zweites Tor von Martial. Klasse. 3:1 Führung. Was willst du mehr? Aber es ist hier schlechte Sicht, dass man kaum von einem zum anderen Tor sehen kann.
Wir haben hier die nächste Möglichkeit, durch Robin van Persie durch eine Ecke. Martial versucht sich dagegen Eckstand mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen und es gibt folgerichtig Freistoß für den FC Watford. Jetzt die Chance hier für den FC Watford, aber Rene Adler hat da keine Probleme und klärt sicher. Eine Minute Nachspielzeit. Und diese ist jetzt auch vorbei. Wir führen mit 3:1 hier beim FC Watford. Und müssen eigentlich mit dieser Stärke auch überzeugen. Alles andere wäre ja peinlich. So. Hollander können wir mal loben. Der auch eine Massage bekommt, genauso wie ein Robin van Persie. Die letzte bekommt hier Phil Jones. Halbzeitansprache, zu haben wir uns das vorgestellt. Und dann würde ich auch sagen, war es das soweit. Wir können ja in der zweiten Halbzeit wechseln. Aber ich denke, wir gönnen heute Martial mit seinen beiden Buden schon mal eine Pause, da wir ihn brauchen werden für das Premier League Spiel gegen Hull City. 2 Tage nach diesem Spiel hier. So, und jetzt kommt Wayne Rooney hier zu seinem Auftritt für Anthony Martial. Und wir werden sehen, wie es hier meistert. Sagen hier mal früh Konzentration. Wir haben die erste Chance hier nach der Pause. Toller Querpass von Hall, kebelt die Verteidigung des FC Watford auf. Dolly fällt den Ball noch etwas ab, sodass Wayne Rooney nicht mehr drankommt. Schade. So, wir lächeln hier einfach mal. Wir sind ja nicht Norbert Meyer. So, das ist bewundernswert. So, 55. nächste Möglichkeit. Weiter nur von Shinji Kagawa von der linken Seite in den Strafraum. Van Persie verlängert und Rooney ist einen Schritt schneller als Eckstrand. Der Ball geht vom Innenpfosten unerreichbar für Westwood über die Linie. 4:1, Wayne Rooney. Der damit 10 Minuten nach seiner Einwechslung hier sofort treffen kann. Dann sagen wir hier auch gleich mal voller Angriff. Gehen jetzt erstmal tun den Einsatz herunterschrauben. So, 64% ist in Ordnung. McGuggen sieht hier die gelbe Karte. So, 64. nächste Möglichkeit für uns. Aber da passiert nichts Wirkliches. So, jetzt kommt noch Danny Welbeck für Robin van Persie. Und der letzte Wechsel kommt für die Innenverteidigung. Und zwar Morlon da nach vorne. Und Kurt Zuma jetzt. Für Xabi Alonso für die letzten verbleibenden 22 Minuten hier beim Stand von 4:1. Und wir haben hier auch gleich die Chance. Rooney lässt Infante mit einer feinen Finte rechts im Strafraum aussteigen und hält drauf. Der Ball prallt vom Außenposten zurück. So, noch 20 Minuten. Und McGuggen liegt hier jetzt auf dem Rasen und hat einen Krampf. Gucken wir mal von der Frische her, hat er eigentlich noch solide Werte hier. Und jetzt kommt Pudil für Infante in die Partie. Wir sagen jetzt nochmal voller Angriff. Und jetzt kommt Reece Brown in die Partie für Pharaoni. Wir sehen es hier, eine Chelsea-Legende ist Trainer, Gianfranco Zola. Molanda schickt Hulk, der gerät auf dem Weg zum Tor, jedoch ins Stolpern und kann von Doyle noch vom Ball getrennt werden. Und jetzt kommt für Troy Deeney hier Forestieri in die Partie. Und wir können uns schon mal hier auf den Halbfinaleinzug freuen, weil viel passieren wird hier nicht mehr. Molanda spielt nach links zu Kagawa, der sofort nach innen flankt.
die leicht abgefälschte Hereingabe. Versucht Welbeck aus 3 Metern per Kopf über die Linie zu drücken. Tor. 5:1, Danny Welbeck macht hier auch noch sein Tor. Klasse. Damit haben alle Stürmer hier getroffen. Und wir feiern jetzt hier den Einzug ins Halbfinale des Capital One Cup. Gucken jetzt mal noch in die Statistik. 12:5 Chancen, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter und schauen mal, was die Vertragsverhandlungen mit Marco Reus dann ergeben. Und jetzt sind wir hier willkommen im Nachbericht zum Capital One Cup im Viertelfinale. Wir gewannen mit 5:1 gegen den FC Watford. Bester Spieler Wayne Rooney mit 1,5 nach seiner Einwechslung mit dem Tor, genau dasselbe Note. Danny Welbeck 1,5. Kurt Zuma mit einer 4. Ansonsten waren die Noten recht in Ordnung. Außer Xabi Alonso, der eine 4 hat. Aber schlimmer sieht es hier da beim Gegner aus. Die besten hier noch Almen Abdi und Fabbrini, der das Tor gemacht hat und zwischenzeitlich mal für kurz Spannung gesorgt hat. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert, ist zumindest schon mal positiv. Und jetzt zu den Statistiken, da sehen wir 4:3 Schüsse, 7:4 Chancen und 51:49% Ballbesitz, also eine ganz leichte Überzahl, aber nur von lediglich 2%. Von uns kamen 5600 Fans mit, Spieler des Spiels Wayne Rooney bei wechselhaften Temperaturen um die 13 Grad. Und jetzt zu den Ergebnissen, da sehen wir, Chelsea London kam weiter durch ein 2:1 gegen Stoke City, Tottenham Hotspurs mit dem 1:0 gegen Millwall, Manchester City 2:1 gegen Crystal Palace, wir mit dem 5:1. Und damit haben sich hier die Favoriten durchgesetzt. Und ich würde mich ja freuen, wenn wir die Spurs kriegen. Wir werden es ja sehen, wie es kommt. Die Partie wäre dann am 11. Januar. Jetzt zu den Stimmen, das sagte heute Kurt Zuma, es war ein wunderschöner Augenblick, als der Trainer sagte, kommt hier deine Sachen an. Jetzt geht's los. Und Diego Fabbrini, Manchester United, hat so gespielt, wie wir eigentlich spielen wollten. Und Nastasic sagte gerade, zu Hause liegt unsere Heimstärke. Beste Spieler Martial jetzt heute, 5 Tore jetzt schon insgesamt. Klasse. Und hier, das ist soweit nicht aussagekräftig, ist ja vom Spieltag. Und vom Fairplay sind wir die 16. Mannschaft. Und sehen ja, wie Martinez fällt 2 Wochen aus, Erik Peters eine Woche. Und jetzt guck mal in die Auslosung. Und gucken gleich mal, wen wir bekommen. So, wir haben ein Heimspiel, zumindest schon mal sehr schön. Gegen Manchester City im Derby of Manchester, okay. Und Chelsea gegen Tottenham, also das heißt ein Manchester Derby und ein London Derby. Partien finden statt am 11. Januar und 25. Januar, okay. 2 Partien, also Hin- und Rückspiel. Und sehen Sie, Manchester City gewann das Pokalfinale gegen den gleichen Gegner 2014 mit 1:0. Okay, da steht wohl eine kleine Revanche an. So, und sehen Sie, wir können mit Marco Reus verhandeln. 28 Millionen würde der Transfer kosten. So, er ist ein großartiger Spieler und für fast jeden Verein der Welt eine echte Verstärkung. Warum sehen wir das hier angezeigt? Ich hab doch auf sehr schwer. Naja, ist egal. So, die Option lassen wir mal drin. Gehaltskürzung nehmen wir raus. Die Option nehmen wir noch mit rein. Mal gucken, wie weit wir hier runter können. 6,5, das sagt man mal, du wirst in der Regel spielen. So. Kriegt eine kleine Torprämie, würde ich mal sagen, von 1000 pro Treffer. So. Das Grundgehalt scheint ihm zu niedrig. 7,75. Versuchen wir es jetzt mal mit 7.
Wer da meckern? Na, da würde er immer auch noch rummeckern. Aber ich denke mal, wir versuchen das jetzt mal hier. So, 3 Jahre, mindestens 3 Jahre, er ist 26, würde ich sagen, 4-Jahres-Vertrag. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wäre zumindest nochmal eine klasse Verstärkung. So, Ablöse wurde zumindest akzeptiert und wir stehen jetzt gleich vor dem Spiel gegen Hull. Erstmal sehen wir hier den Alltag nach der Königsklasse und sehen, 9 Teams haben verloren, darunter Osasuna, Chelsea, Arsenal, Leverkusen, Schalke, Marseille, Porto, Standard Lüttich und Sofia. Und wir konnten ja einen Sieg feiern und schieden der VfL Wolfsburg, unser ehemaliger Verein. Und 10 von den Finanzen geht's nach oben, 18 von 20. Und 10, der Wechsel ist durch. Und spielen hier gegen den Lieblingsgegner, gegen Hull City, den Tabellen 17. Am 14. Spieltag der Barclays Premier League Topspiel Chelsea gegen Liverpool, Everton gegen Manchester City und Tottenham Hotspur gegen Bolton Wanderers. So, haben jetzt noch 11 News, da gucken wir natürlich noch drauf. Dann habe ich noch einen Jugendspieler, den ich vorstellen möchte. Und 10 Pokalprämie, 100.000 Auslosung, Pokalhalbfinale gegen Manchester City. Ablöse wurde akzeptiert, Vereinsmuseum erwirtschaftet, gewinnt zusätzliches Budget von 2,21 Millionen. Heuss wechselt zu uns für 28 Millionen, Max Meyer hat bis 2020 verlängert bei Schalke. Auch wenn er da nur sporadisch zum Einsatz kommt. Olsson ist stärker, Amiobi und Reihi. So, machen mal einen Trainingslauf. Und jetzt gucken wir dann mal. So, stellen natürlich die Creme de la Creme auf. Schließlich ist es wieder Liga-Betrieb. So, Xabi Alonso wandert auf die Bank. De Gea kommt wieder in den Kasten. Luka Modric kehrt wieder zurück auf OM. So, er hat zumindest hier schon mal seine Frische wieder aufgeholt. So, dann würde ich sagen, gucken wir auf jeden Fall noch kurz in die Jugendmannschaft. So, dann gehen wir hier mal in die Jugendmannschaft, weil der Spieler ist in der B-Jugend zu finden, sind beziehungsweise zwei. Zum einen hier Can Lukamati. Damit herzlich willkommen, beziehungsweise hier Can Luka Star Marcy. Star, du weißt ja warum. Beim Fritz Meloni hast du dich so angegeben und bist da auf jeden Fall wirklich top. Du hast hier einen offensiven Mittelfeldspieler bekommen, 67er Fähigkeiten, 63 in der Grundstärke, schon einen Marktwert von 1,3 Millionen. So, und dann sehen wir hier noch den zweiten, Sandro Schatki, damit herzlich willkommen bei uns in der B-Jugend, spielt auf dem rechten Verteidiger sowie links, kannst eigentlich viele Positionen hier, wenn man es dir eintrainiert. Und damit herzlich willkommen. So. Dann stellen wir jetzt noch die Taktik ein. Natürlich auch eine kleine Siegprämie, dürfen wir nicht vergessen. So, haben hier Sordell, der wirklich ein guter sein soll, also zumindest in FIFA, sagte der liebe Bunny vor einigen Wochen. Hat einen guten Antritt, eine gute Schnelligkeit, 24 Jahre, 45 Spiele gemacht für Hull hier und 11 Tore. So, da spielt ein Ägypter von uns, von meinem zweiten Heimatland, Entschuldigung, so ist es richtig. Bisschen durch den Wind heute. Sehen Sie, Ahmed El Mohammadi spielt schon Ewigkeiten in England, seit 2010. So,
So, und dann würde ich sagen, war's das für die Folge hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zurück zum 14. Spieltag gegen Hull City. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Euer Sphinx Mido 007.